Junge, was passiert hier? Alle fahren hier runter, vielleicht wenn ich komme, die Polizei, alle los auf. Jo Leute, und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen wundervollen Video auf diesem Kanal. Es ist Samstagabend und wir sind auf dem Weg zu einem wahrscheinlich komplett illegalen Tuning-Treffen, zumindest denken wir das. Das ist 40 Minuten entfernt von uns, also wir fahren jetzt erstmal zu einer Tankstelle, wo wir uns noch mit anderen Leuten treffen. Und dann fahren wir alle zu dem auf Instagram angegebenen Spot. Nemo ist dabei, Hannes ist dabei, Philipp ist dabei, Olm ist dabei und Lenny ist dabei. Es wird ultra geil, es wird ein Fest heute. Ich nehme euch mit, mal gucken, wie das Tuning-Treffen wird. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, wenn euch sowas gefällt. Und dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Wollen wir ein Selfie machen? Ja! Warte! Hab gemacht. Mann, ich bin gar nicht drauf. Ich bin überhaupt nicht drauf, weil ich nicht mal ein bisschen drauf. Willst du mal unser Bild sehen? Ja, zeig mal. Wir können auch noch eins jetzt machen eigentlich. Alter, da bin ja nur ich und Philipp drauf. Cool. Und Hannes ein bisschen. Hannes, und deine zweite Rolle. Ich schwör, du bist gar nicht drauf, nicht mal ein bisschen. Du bist wie ausgeschnitten. Da, die da links, die da, ja, die brauchen wir. Ich würde auch empfehlen, allen Leuten, also alle sollten voll tanken, falls ihr nicht, dass wir damit. Ey, fahren wir hier zu Q1 fern? Ja, genau, wenden und dann darauf. Da treffen wir dann auch Paul und so, die kommen auch hierher. Alter, sieht das geil aus. Hallo, die 1 bitte mit Karte. Kurze Pullerpause, angemeldet. So, wir warten jetzt hier erstmal noch, bis Paul kommt und der Rest. Und sobald die da sind, geht's los. Dann brauchen wir noch 20 Minuten zu dem Treffen und dann ist auch die richtige Uhrzeit. Genau, gucken wir mal, bis gleich, wenn wir hier wieder losfahren. So, wir fahren jetzt los auf das Treffen. Paul ist jetzt auch da. Hallo Paul, mit der 1 und seinem Kollegen. Mit dieser wunderschönen 1, mit der besten 1, die es in Berlin gibt. Meine Handschuhe fehlen mir, Leute. Die liegen noch bei der Zapfsäule, die hast du ja entweder vergessen, also da lagen die zumindest, wenn du die nicht weggenommen hast. Ja, das sind meine, danke. Danke. Jo, das sind meine. Ist ja wie seine Bauchtasche. Hättest du mich nicht. Okay. Zu wenden, richtig? Ja. Da kommen 3 Autos, 4 Autos, hört nicht auf. Auf geht's mit der Truppe. Ich bin wirklich gespannt, was das jetzt wird. Und wie das wird. Ich bin auch gespannt, wie das wird. Digga, ob da. Glaubt ihr, Real Talk jetzt ernst einschätzen, glaubt ihr, da ist schon Polizei oder nicht? Ja, dann würde ich probieren. Ja, 100%, Digga. Ich bin jetzt mal ganz kurz aus dem Kader rausgegangen. Ihr seht, es wird jetzt schon verrückt. Es wird auf jeden Fall verrückt. Wir sind 10 Leute oder so. Jetzt auf dem Weg dahin. Mal gucken, zufällig getroffen alle. Und also es wird wirklich interessant, ob da jetzt Polizei ist oder nicht. Weiß ich, vielleicht ist es auch angemeldet, das Treffen, keine Ahnung. Auf jeden Fall sind die Videos auf Instagram immer sehr, ja, ich sag mal besonders. Für deutsche Verhältnisse ist es sehr krank, so sagen wir mal. Und ja, ich weiß, es gibt viele Leute, die das verurteilen und sagen, ja, aber die driften und das ist ja kein Tuning, was weiß ich. Ich finde das geil. Vielleicht nennt mich jung und dumm, ist mir scheißegal. Ich finde das super geil und deswegen sind wir auch auf dem Weg dahin. Boah, ey, das ist geil. Aber wir gucken einfach mal, wie es wird. Die Frage ist jetzt auch, wie viel da los ist. Wie gesagt, es ist Season Ending heute. Season Ending Treffen, so wird es angeteasert zumindest. Bedeutet, es kann sehr gut sein, dass da richtig Karacho sein wird. Also da wird vielleicht auch richtig draufgehauen. Da wird richtig was los sein. Aber mal gucken, ihr seid dabei, ich nehme euch mit. Es ist ein bisschen sehr chaotisch jetzt mit 10 Leuten im Kader und alle schreien hin und her und reden in unterschiedlichen Konversationen und was weiß ich. Aber genau das ist auch das Geile. Digga! Digga! Ey, Hannes einer aber auf! Hannes einer auf! Digga, das ist so ein Need for Speed, Scheiße, was passiert hier? Wie lange fahren wir noch? Hier nach links. Hier nach links, alle links. Hier sind schon die Tuning. Ist ja auch schon 2050, ist ja gleich da. Ja, ich glaube, das wird nicht gerade. Oder ich hab so Bock gerade, das ist doch so geil. Stopp mal, was machen wir, wenn sie die Roller nicht reinlassen? Den lassen sie rein, ne? Da gibt's keinen Einlass. Alter, was, wie viele Autos sind es denn jetzt allein schon, die hier rauffahren? Holy shit. Alter! Das ist voll. Ja. Guck mal rechts. Boah, ist jetzt schon voll. Junge! Die Roller sind ja auf jeden Fall die coolsten, so. Alter. Alter, ist das krank, Junge. Der ganze Parkplatz ist voll.
Der ist jetzt schon voll. Guck mal da, da stehen 100 Leute. Lass mal weiterfahren. Hier irgendwo rein, oder? Ja, irgendwo nach hinten, wo wir schnell wieder rauskommen. Zur Not. Ich will, wir sind die coolsten halt hier noch. Alter, das ist ja geistesgestört. Das ist einfach in Berlin. In Berlin, Bruder. Oh. Nee, Bro, sei mit böse, aber wir sind alles andere als in Berlin. Ja, okay, wir sind in Brandenburg noch, aber das ist jetzt nicht wir weit weg von Berlin. Wir sind mehr Bayern als Berlin. Alter. Paul, kannst du einmal eine Refbomb geben, bitte? Ich würde... Warte. Leute, wir müssen irgendwo hin, wo wir wieder rauskommen. Stellt euch so hin, dass wir wieder rauskommen, alle. So, Bro, so bleib ich stehen, ja? Warum steht hier ein E-Roller? Nicht die Schoß stehen. Jetzt gucken auf jeden Fall ein paar Leute Digga, an. Digga, der E-Roller ist an, Pär, du kriegst von mir 2 Euro, wenn du jetzt damit rumfährst. Schau mal, Paul, du fährst hier so eine Runde rum, Digga, ist ja so geil. Junge, das ist so voll, hier ist das kranke Scheiße. Da, da geht's los. Ist das krank, Digga. Ja! Alter. Alter, das ist geil. Junge, das ist so krank, das ist so krank, das ist. Wir sind einfach in Deutschland, ja. Bruder, wir sind in Deutschland. Wir sind in der Nähe von Berlin. Ja, eben. Holy shit. Ich geh pullern kurz. Digga, ist das kranke Scheiße, sag ehrlich. Ich bin ja mittlerweile jetzt seit 4 Jahren in der Motorradszene. Seit 4 Jahren bin ich in der Motorradszene und so seit 3 Jahren richtig aktiv, glaube ich. Und früher gab es auch immer Tuning-Treffen bei uns in der Nähe auf so einem riesen Parkplatz und der war auch voll. Also so richtig viele. So wie hier. Und ich dachte, sowas gibt's nicht mehr, weil wir sind, es ist Jahr 2024, ne? Ja genau, und wir sind in Berlin und ich dachte, sowas gibt's halt nicht mehr. Und jetzt, Bruder, hier ist, es ist so voll und hier ist noch keine Polizei. Das bedeutet, es wird heute auf jeden Fall lang hier gehen. Schön. Willst du auch pullern? Nö. Warum muss ich denn immer so auf pullern? Ich weiß, schwache Blase, Rentner. Johanna, was geht? Keule. Moin. Alter, bist du bescheuert? Hallo? Philipp, wir laufen jetzt so. Ist das toll hier. Doppel-R. Ich habe bis jetzt noch nichts gesehen, was so überkrank war. Weißt du? Es ist halt auch Deutschland. Es ist halt immer noch Deutschland. Alter, es ist so voll hier. Boah, der ist echt, der ist richtig geil. Boah. Boah. Ich weiß überhaupt nicht, was es für ein Auto ist. Ich kenne mich gar nicht mit Autos aus, aber der ist super geil. Okay, mir sind so viele Menschen, ich kann die ganzen Eindrücke gar nicht verarbeiten in meinem Kopf. Ich werde heute Abend wieder davon träumen, weil mein Kopf darauf nicht klarkommt, was hier alles passiert. Das klingt dumm, weil man es, glaube ich, in dem Moment, wo man es erlebt, nicht nachvollziehen kann, aber das ist gerade wie so ein Film. Verstehst du? Ja. Das ist wie in diesem Film, die du als Kind geguckt hast und dir dachtest, wie geil ist dieser Vibe, das will ich auch mal erleben, das ist so schön. Oh, du bist so sexy. Aber das ist die... Die Tourer, es ist die Tourer. Die ist so bullig, das ist die H2. Aber die Tourer, glaube ich. Das ist nicht die Supersport. Ja, die Tourer siehst du am Lenker. Die sieht cool aus, aber es ist und bleibt die Tourer. Ich finde die Tourer nicht so cool. Nee, ist nicht, okay. Es ist einfach nicht so cool. Es ist, kann es genau das Gleiche. Sagst du, du hast eine H2 und dann kommst du ganz leise. Das ist echt alles so. Oh. Ja, genau. Weil es ist ja an sich nicht anders, oder? Technisch. Ist genau das Gleiche. Es tut mir auch leid. Es bleibt die Tourer. Es ist wirklich ein bisschen auch Gänsehaut. Es ist wirklich original wie in diesem Film, wie man es damals als Kind gesehen hat und sich so dachte, irgendwann will ich da auch mal sein. Und jetzt, we are here. Das Problem ist, dass ich Pauls R1 von der Lautstärke her gewöhnt bin. Mich beeindruckt hier kein einziges Auto bis jetzt. Das ist geil. Was? Nee, noch nicht, nee. Er will aber auch nicht, weil das einfach Schüsse sind und hier ist schon Polizei. Der sieht richtig fett aus. Geil, Alter. Ich setze meinen Helm erstmal ab, falls noch was passiert. Sehen wir uns gleich wieder. Ich dachte ehrlich gesagt, das Tuning-Treffen wäre hier schon vorbei. Es war alles ruhig und entspannt und nichts Außergewöhnliches. Plötzlich waren die Szenen gefühlt direkt wie aus Tokyo Drift und wir waren mittendrin. Das Mikrofon ist zwar ausgefallen, aber ich versuche euch jetzt trotzdem den bestmöglichen Vibe wiederzugeben. Plötzlich, aus dem Nichts, starteten alle Leute ihre Motoren und fuhren los. Und ich dachte so, hä, was ist denn jetzt los? Wie kann das sein? Was passiert jetzt hier? Dann gehe ich auf mein Handy, gucke auf Instagram und sehe, dass ein neuer, zweiter Standort gepostet worden ist, weil der jetzige
angeblich verbrannt sei. Und da dachte ich so, okay, jetzt wird's wirklich spannend. Ohne zu zögern, habe ich direkt das Navi angemacht, den Jungs Bescheid gesagt und dann sind wir auf die Motorräder gestiegen und losgefahren und es war ein unglaublicher Vibe, weil alle Autos, die dort waren, standen da, wollten losfahren. Es waren sonst wie viele unzählige Motorräder und wir hatten halt irgendwo auch Glück, weil wir mit den Motorrädern relativ schnell da rausgekommen sind. Können wir versuchen. Fahr mal hier rechts, fahr mal hier rechts, hier rechts, hier rechts. Und wie ihr seht, die Polizei war auch vor Ort, aber es waren halt einfach zu viele Leute, um irgendwas zu machen. Wir fuhren dann mit allen Leuten von diesem Tuning-Treffen los und jeder kannte den nächsten Standort. Motorräder, Autos, es war für alle das gleiche Ziel vorgegeben. Und dann ging es über die Autobahn. Wir konnten zwar nur 100 km/h fahren, weil wir halt Roller dabei hatten, weil die Motorräder ja von den Jungs kaputt sind. Es war zwar für uns entspannt, aber an uns vorbei schossen immer wieder Autos von dem Tuning-Treffen, die auch alle zum nächsten Standort fuhren, was einfach geisteskrank war. Du hast nach hinten geguckt, hinter dir waren Motorräder, vor uns waren nur Motorräder, alles Leute, die wir nicht kannten, die aber trotzdem diesen gleichen Vibe hatten. Als wir an dem neuen Spot angekommen sind, war die Stimmung unfassbar. Wir sind da mit den Motorrädern erstmal an den Autos vorbei, um halt nach ganz vorne zu kommen. Und Grüße an den Typen hier übrigens, der meinen Namen aus dem Auto geschrien hat. Dieses Gewerbegebiet, wo man sich dann getroffen hat, war riesig und es war alles voll. Autos, Motorräder, Menschen, die standen da und irgendwie war alles entspannt. Es war alles relativ ruhig und wir sind dann erstmal nach ganz hinten gefahren, haben unsere Bikes abgestellt und die Szenen, die danach gefolgt sind, möchte ich euch nicht vorenthalten. Man möchte denken, dass der Abend hier vielleicht schon ein Ende finden könnte. Aber vertraut mir, wenn ich euch sage, das war nicht so, denn es ging zum Ende hin noch viel rasanter weiter. Guck mal, wir sind geil, oder? Ey, das ist so geil. Ich sag ehrlich, das ist so geil. Das ist schon geil, ja. Ja, geil. Das brauchen wir. Da vorne ist Pauls Motorrad übrigens, da drüben. Die haben unsere Freunde geparkt vorne. Yo! Das klingt doch an dich. Oh, den haben wir vorhin schon gesehen. Ja. Geil. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh ja. Alter. Die kenne ich sogar. Hey, die kenne ich sogar. Nein, jetzt ist er schon weg. Ich kenne ihn sogar. Mit der bin ich mal Motorrad gefahren. Echt? Ja. Da kommt er. Der hat die größten Eier, ich schwöre. Was blinkt das denn? Digga, ist das geil. Oh mein Gott, das ist ein MV Augusta. Ich ne MV Augusta, ich werd fett. Das ist so ein geiles Gerät. MV Augusta von Ducati, die Lenkungsdämpfer, oh, die hat alles, die hat alles. Die hat eigentlich so einen Triple-Rohr-Auspuff. Der hat ihn jetzt geendet. Ich weiß gar nicht, ist da ein Cut drin? Ich glaube, da ist ein Cut drin. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Einarmschwinger. Oh. 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 Das weiß ich jetzt auch noch nicht. Mal gucken. Ist das frech. Die machen Blaulicht an alle Hupen. Guck mal, es fahren immer noch Leute rauf. Wir sind hier seit einer Dreiviertelstunde, glaube ich. Und die fahren hier immer noch nach hinten auf. Ja, 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 ja. Ey, die stehen so, Alter, dachte ich auch gerade. Halt mich fest. Oh. Sind die rangekommen? Was? Ja, ja, die fahren jetzt, glaube ich, langsam alle nach Hause. Ich fahre ganz entspannt mit Musik. Hallo? Hallo. 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 Oh mein Gott, hast du die Schreien? Warum hat sie so geschrien? Die hat übergeschrien. Alter, warum hat sie so geschrien? Die schreit immer noch. Wie vorhin schon erwähnt, dachte ich eigentlich, dass es das war. Nach dieser Aktion müsste der Abend ja eigentlich vorbei sein, oder nicht? Wie auch immer lag ich aber hierbei falsch, denn wir liefen über dieses Treffen und ich habe dann immer mal mein Instagram ge-reuploadet und geguckt, ob neue Stories entstehen.
Und da war wieder ein neuer Standort drin. Und wir haben sehr lange überlegt, ob wir da jetzt hinfahren oder nicht, weil was soll uns der Abend mehr geben als das, was dort passiert ist? Kann es noch krasser werden als das? Trotzdem habe ich mir am Ende gedacht und auch den Jungs gesagt, am Ende bereuen wir immer die Dinge, die wir nicht getan haben. Und mich trotzdem aufs Motorrad gesetzt und bin noch zum letzten Spot gefahren. Und wie sich herausstellte, war das mit die beste Entscheidung des Abends. Wir liefen super schnell zu den Bikes, die ganz hinten standen, und dann ging's los. Zum Glück sind wir halt Motorradfahrer, denn wir kamen überall problemlos durch und mussten uns nicht in den Stau stellen, weil da die Autos, die standen alle im Stau, weil es halt so super viele waren. Der Weg zum nächsten Spot verlief wieder über die Autobahn und es war einfach nur geisteskrank. Es fuhren die ganze Zeit mit uns 2 bis 3 getunte Autos, die uns immer wieder überholt haben und sich dann haben zurückfallen lassen, um trotzdem mit uns gemeinsam dahin zu fahren. Es war einfach ein unglaubliches Gefühl, Teil davon zu sein. Und als wir da ankamen, wurde ich direkt von einer Rauchwolke begrüßt. Das sieht man auf den Kameras relativ wenig, aber wir mussten auf den Parkplatz rauf. Und als wir auf den Parkplatz rauffuhren, siehe da, unsere Freunde und Helfer waren auch schon vor Ort. Wir haben auch, möchte ich betonen, dort keinen Platzverweis oder sonstiges ausgesprochen bekommen. Die Polizei war, glaube ich, einfach nur anwesend dagegen, dass irgendeine Scheiße passiert. Ja, und haben das Treffen ganz entspannt vor sich hin gehen lassen. Das war sehr korrekt. Wie ihr seht, haben wir dann einen Parkplatz gefunden und auf den Rest unserer Truppe gewartet. Und wie ihr seht, wurde es dann ganz plötzlich super chaotisch und actionreich. Es heulten Motoren auf, Drifts haben begonnen und alles weitere, was da passiert ist, seht ihr jetzt. Ganz viel Spaß damit. Und wenn ihr denkt, dass es das mit dem Abend war, die nächste Spot-Ankündigung hat nicht lange gedauert und da sind wir natürlich auch noch hingefahren und da war dann wirklich das Ende. Aber das seht ihr später. Junge, was passiert hier? Pass auf, der Nächste! Der Nächste! Ich sag, jetzt kann Paul sich auch mal mit der 1 in die Mitte stellen und ein paar Flammen machen. Sag ihm, Paul. Paul, los! Wir wollen alle, ich hab's auch gerade schon gesagt. Ja, stell dich in die Mitte und pop einfach die Bangs! Ja, das ist deine Chance! Sechster Gang Burnout! Ich schwöre, du bist der King! Du bist der King, wenn du machst! Burnout! Ich schwöre! Das wäre krank! Erster Gang Burnout! Das wäre krank mit den Flammen, Paul! Das wäre du best hier, du hältst links da ja! Boah, ich weiß nicht! Doch, das ist deine Chance, Paul! Los! Los! Doch, du machst das! Du machst das! Ja, zum Glück. Der dritte Spot hat es entschieden, sage ich. Paul, es gibt keinen besseren Moment als den. Paul, bitte, warum? Ja, aber ich will keinen Burnout machen. Musst du nicht, auch nur wenn du mit den Flammen hier lang fährst. Nein, es ist nicht schlimm. Digga, die rasten alle aus bei den Banks. Paul, du schaffst das. Komm, schmeiß hier ein, Alter. Komm, wir gehen zusammen. Los. Das reicht aber. Ja. Paul, ich liebe dich, du bist der geilste Typ der Welt. Ja, ich will eigentlich aber keinen Burnout machen. Nein, musst du ja auch nicht, du kannst auch nur werfen. Ja. Das ist so geil. Er macht! Die Maschine, die gerade eben hier war, ist nichts gegen Paul seine halt. Ne? Ja, nichts. Paul ist wirklich. Ja, Paul ist hier einfach. Pauls Maschine, die E1 macht krassere Knaller als alles, was hier ist. Ja. Paul geht offiziell als Legende ein, darf ich nicht sagen. Paul kommt! Paul! Mach Platz, Paul, komm! Ja!
Paul! Paul! Ja! Paul! Das ist mein Freund! Das ist mein Freund! Das ist Paul! Ist dann geplatzt und dann Paul, hat er auch... war krank. Ja. Einfach mal. Nächstes Jahr. Oh mein Gott. Ja. Digga. Da war einfach noch... Oh mein Gott. Da war einfach noch akute Rosen. Fuck. Ey, jo. Holy shit. Die kommen, sind auf Sachen geklettert. Wir klettern jetzt auch nochmal hoch. Ja, mir ist gerade meine Hose gerissen. Zeig mal, darf ich gucken? Beim Hochgehen dann noch. Wirklich gerissen. Scheiße. Das ist der Himmel. Alter. Was passiert hier? Ich kann nicht glauben, wir sind einfach in Berlin. Das hier ist Berlin, Bruder. Wir sind einfach mitten in Berlin. Das ist einfach Berlin, Bruder. Geil. Juhu! Geil. Könnt ihr mir mal kurz jetzt wieder sagen, wer hatte die Idee, hierher zu kommen? Ja, du bist cool. Und wer war der Geilste? Cool. Ich habe alle überzeugt, hierher zu kommen. Alle sind wegen mir hier. Und es war die beste Investition eures Lebens. Ich habe überlegt, nicht mitzukommen übrigens. Ja, du Idiot. Ich saß noch mit Dünnschiss auf Toilette, Digga. Dachte mir so, nee, Digga. Ja, heute nicht, ja. Aber sonst. Hallo. Lass den Bike hier. Nein, ich setze jetzt mal Helm ab und wir sehen uns dann gleich wieder. Es gibt jetzt noch einen vierten Spot. Ich weiß halt nicht, ob da noch jetzt noch so viel passiert. Aber wir fahren da jetzt noch hin, weil es in unserer Richtung liegt. Und danach fahren wir, denke ich, alle nach Hause. Hat er schnell wieder hier? 80 Grad. Digga, der hat 90 schon. Alter, wuhu! Die Typen davon, also die Publisher, die müssen so stolz gerade sein. Ja, safe, ist aber auch verständlich. Das können sie auch. Ja, das super, auch Digga, ich bin auch stolz wie Bolle, Mensch. Guck mal, wie voll das hier ist. Die fahren alle Olympiastadion. Das ist ja sechs Jahre. Halt wirklich. Das ist verrückt geil. Es ist so geil, oder? Aber stell dir mal vor, du bist der Typ, der diese Posts macht und du weißt, Digga, da kommen jetzt bestimmt 150 Leute, die alle die gleiche Macke haben wie ich. Ja, das ist so geil, Digga. Und dann sind da halt 50 Leute, die auch sagen, okay, Karre. Also Jungs, hier ist jetzt wirklich Frage der Zeit bis Ende ist. Hier ist jetzt wirklich einfach nur Frage der Zeit. Hier kommen auch 10 Einsatzwagen, wenn es sein muss, glaube ich. Digga, das ist ein scheiß Olympiastadion. Wir sind voll im Olympiastadion. Na, mal gucken, wann die Polizei kommt. Also hier ist jetzt auch einfach nur noch mal driften.
Die machen jetzt nochmal Trara. Aber wir haben halt jetzt schon alles gesehen. Ich brauche euch das nicht mehr zeigen. Der Vibe ist trotzdem geil. Ist trotzdem schön, hier dabei zu sein. Wir chillen jetzt einfach ein bisschen entspannt ohne Kamera, machen die Kamera aus und sehen uns gleich, falls jetzt wirklich hier Polizei auftauchen sollte, wovon ich ausgehe. Wir sind am Olympiastadion. Also hier ist das Olympiastadion in Berlin. Genau in Berlin. Die Polizei ist jetzt hier gerade. Sirenen. Ich sag, wir fahren jetzt alle nach Hause. Das ist jetzt aber auch ein geiler Vibe. Das auflösen würde, da ist auch geil. Ja, Alter, guck mal, alle rasen hier weg. Junge, das ist einfach wie bei Fast and the Furious, original. Alle fahren hier weg jetzt, gleichzeitig. Kaum sind die Polizei, alle lösen auf. Guck mal, alle fahren weg, ist das krank. Oh mein Gott. Holy shit, alle gleichzeitig, guck mal. An dieser Stelle kann ich nur noch sagen, schreibt mir gerne eine Bewertung in die Kommentare. Wie fandet ihr das Video? Wie fandet ihr den Tag? Werdet ihr auch gerne mal dabei. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn wieder der Chaos losgeht. Danke fürs Zusehen. Lasst gerne ein Abo da, damit wir auf die 60k kommen. Bis dann. Ciao.